So, neue Folge. Und wir gucken uns jetzt das nächste Level an. Oder das erste Level vom Bonus Warp. Ich bin gespannt. Mal wieder was anderes als... Halt schnell durchrennen. Ritterz... Oh. Okay. Das ist zumindest mal ein gutes Genre, ja. Gutes Level-Genre. Oder die gleiche Mucke wie eben. Der Level wurde recycelt. Mit Coco. Ah, mit Coco mag ich es nicht. Wie sind überhaupt die Zeitlevel mit Coco? Die kann ja gar nicht rennen, ne? Uff. Doch, die kann rennen. Wieso mache ich denn jetzt die Zeit? Oh Gott, ich bin so geschädigt. Ich kann doch rennen, ne? Warte mal. Doch, sie kann rennen. Okay. Das ist gut. Aber sie kann keinen Doppelsprung. Oh, I see. What's happening right here? Oh nein, das wollte ich gar nicht. Fuck der Level. Ja, ich hab's schon selber gemerkt. Alle anderen Fähigkeiten konnte sie ja auch nie übernehmen. Deswegen dachte ich, sie kann ja wahrscheinlich auch nicht rennen. Gott. Ah. Das ist echt das gleiche Level, wa? Nur im Dunkel. Also das eine, wie das eine Level. Ich weiß nicht welches, aber... Kommt mir bekannt vor. Habe ich jetzt gerade überhaupt da unten alle Kisten kaputt gemacht? Oh, ich hoffe schon. Ich bin jetzt gerade so im Zeitmodus, ne? Durchrennen und so. Ah, muss ich ja gar nicht. Zwei Fähigkeiten können beide. Naja. Die Arschbombe. Aber die Arschbombe ist hier nicht stärker, ne? Es gab ja doch das Arschbomben-Upgrade in Crash 3, glaube ich. Oder? Gab's das überhaupt? Weiß gar nicht. Ja, rennen und sonst weiß ich nicht. Oh, ist aber riskant, was ich hier tue. Der Nitro-Hörde. Zwei Kräfte, die man bekommen kann. Ja, ja. Ich dachte gerade an die verstärkte Arschbombe, aber die gibt es hier, glaube ich, gar. Oh, ich lebe noch. Kann echt sein, dass ich jetzt gleich nicht alle Kisten habe, weil ich gerade so im Rennmodus irgendwie bin. Ich weiß auch nicht warum. Hier war letztes Mal das Bonus-Level dahinter. Aber jetzt scheinbar nicht. Und dahin war die. Moment, was? Was hat mich jetzt getötet? Das Ding da ist zu hoch gewesen. Da. Hui. Oh mein Gott. Da oben war ein Edelstein. What? Töte mich mal ganz genüsslich. Ah. What? Bin ich schon dran vorbei? War das noch auf... noch vorher bezogen? Moment. Ich komme da jetzt nicht mehr hin. Toll. Soll Level direkt neu starten, wa? Jetzt so, nein, Leon, du hast einen Fehler gemacht, Mama! Egal. Boah, das ist aber so kackenheiß heute. Mit dem Relikt dann. Leon! Entschuldigung. Haben wir ja gerade gesagt, was passieren wird. Ah, aber da kann ich ja nochmal sicher gehen, ob ich alle Kisten habe, weil ich habe echt Angst, dass ich welche übersehen habe, weil ich gerade so durchgerannt bin an einer Stelle. Fühlt sich nicht komplett an in mir. Fühlt sich falsch an.
Ladescreen. Jetzt sieht man Globot. Ja! Cool, ne? So, auf jeden Fall Kisten zerstören und Äpfel mitnehmen. Äpfel! Fucking Äpfel. So, Templar rast wieder aus. Ja, wenn ich wieder dumme Entscheidungen treffe und erstmal nicht darauf warte, was ihr dazu sagt. Ja, ja, in meinen eigenen Kopf, ja. Mach Dinge lieber auf die... meine Art. Gott, das ist so schrecklich, ne? Oh. Hey. Pff, Arsch. Hui. Checkpoint. Ja, okay, ich hatte wohl alle Kisten vorhin, wa? Weinerlicher Mensch. Egal. Ich gibt's den Gem ja nicht im Reliktenmodus. Das kann natürlich sein. Wo kannst du so eine Stelle mit so drei Dingern hier? Lucky Me, wie gibt's da nicht? 112, 14. Ach, dann gleich mal, dass du irgendwo auf einem Ding musst. Oh nein, hier bin ich letztes Mal. Korrekt. Blech. Okay, bevor ich da gleich irgendwo runterspringe. Lieber genau rum. Aber nee, da. Muss ich ja schon runter. Nee. Da oben nicht, oder? Nee, 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 nee. Warte, hä? Auf dem Ding. Ach so, da oben. Lol, tatsächlich. Ich habe es letztes Mal nicht geschafft, deswegen war ich so. Ups. Deswegen dachte ich mir so, alles klar. Muss ich mal warten. Oh, das war dumm. Oh, boah, lange Abflug. Abflug, Animation, doch. Hier einfach direkt weiter. Juhu, jetzt werden nicht alle Dinger zerstört. Ah! Okay. Okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht mehr so viele scheinbar. Also, entweder habe ich sie nicht getriggert. Aber es gibt nicht mehr so viele Todesanimationen wie in Crash 3. Aber es ist auch Crash 3, die geile Animation mit dem Typen, der in den Bildschirm geboxt hat. Dann muss ich hier so. Mann! Immer erstmal stehen bleiben. Wo muss ich hin? Vielleicht einfach weiter nach rechts, so wie die ganze Zeit in diesem Spiel, Mann. Ah, immer erstmal stehen bleiben, Mama. Warte ich jetzt. Danke. Oh. I'm fine. Ratatatata. Also in die Quest 2 Animation, bei der Crash als Engel Flöte gespielt hat. Die war toll. Kamen die nur manchmal oder kamen die immer? Ah. Der war auch ein Millimeter, ey. Boing, 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 boing. Und ein Leben dazu. Leon, du hast den zweiten Edelstein vergessen. Oh shit. Na, grad so, man sieht ja gerade an den Äpfeln. Äpfel. Koko, spring doch, wenn ich springen drücke. Warte mal, ich muss aufpassen, dann wäre ja letztes Mal verreckt. Und wollte ich sagen, man sieht einfach in der Stelle so richtig schön die. Hey! Wie verpixelt die Äpfel sind. Äpfel. Wie die nur Sprites sind. Es sind doch nur Sprites. Keine Fantas.
Warum sage ich sowas? Oh, das ist, ich bin gesprungen, aber ich konnte noch nicht wieder. Goku war noch nicht bereit. Er ist so eine Ione hier. Oh Gott. Burger, Burger. Hätte wahrscheinlich eine Maske haben können. Nö. Super Maske. Guten Tag. Ich wollte einen Doppelsprung machen. Kann Coco aber nicht. Dummer Idiot. Ach Gott, ich will doch nur... Ich wollte nur mal kurz stehen bleiben, dass ich neue Schwung holen kann. Ah, da kannst du hier einfach knicken. Ich kriege aber viele Masken, ey. Das ist echt nett. Da fehlt mir sowieso wieder eine Kiste. Stark Spiel. Weil bevor es passiert, beleidige ich das Spiel schon, ne? Eieieiei. Warte mal da. Was für einen Sinn hat das hier? Aber erstmal war da einfach so ein Mini. War einfach hier nur die Nische und da waren Kisten drin. Kann ich das ignorieren hier? Ich hoffe schon. Auch ist nicht zu spät. Fliege da. Blühwürbchen. Die Kisten werden hier doch immer als Deko verwendet. Ja. Eieieiei, wieder kackendunkel. Dank der Cortex hat schon komischen Geschmack. Die Druckkisten zur... ich habe Angst. Zur Deko. Das ist schon nicht normal. Oh, weia. 4 Stück. Ja. Deko-Kisten. Hier ist aber auch nichts mehr, ne? Links. Oh. Oh, alle hier. Aua. Geil. Oh, das war böse, ey. Zum Glück bin ich noch nicht reingerannt, ey. Add mich mal back auf Uplay. Ja, wenn ich mal so alle 20 Jahre auf Uplay on bin. Dann kann ich das gerne mal tun. Ah. Schön. Haben wir Level auch. Hat nur 12 Minuten gedauert. Ich hatte recht. Cool. Wusstest du nicht mal? Ja, Luck, ey. Hallo Jones übrigens. Wollte nochmal gesagt haben. Bam, 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 bam. Jetzt noch die Zeit ballern. Boah. Ach, warum eigentlich nicht? Kannst du trotzdem Warp-weise machen mit den Leveln? Ah. Wie sieht's mit deinem Bart aus? Mein Bart sieht so aus. Der sieht irgendwie der Cam billiger aus, als er in echt ist. Da rase ich ihn doch wieder ab. Nämlich so, der sieht so pädophil aus, finde ich. Ach Gott. Das jetzt auf Zeit, ne? Im Dunkeln mit 1 Milliarde gefahren und... Und Coco... Sieht ungesund aus. Wie ich zuletzt rasiert habe. Rasiert oder gestutzt? Rasiert. Vor 4 Wochen. Gestutzt, weiß ich nicht, vor einer Woche vielleicht. Ah, shit. Deine Haare sind irgendwie doch länger. Ja, wenn man länger nicht zum Friseur geht, dann passiert das schon mal, ne? Super Woman, was? Super Frau. Verstehe ich nicht.
Verarscht. Ah! Ja, springen. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ich wieder springen kann. Das ist ganz komisch. Bleib lieber stehen. Kann man bestimmt außen rumspringen oder so. Okay, ne, da war nix. Ah, ich war unsicher. Ah, es kommt halt die Kackstelle hier, ne? Man sieht auch... Ah, na, Mann! Man sieht auch einfach nichts, wollte ich gerade sagen. Und dann sterbe ich. Mann, oh. Nein! Ich hab ihn nicht. Ey! Ich hab ihn nicht verarscht. Scheiße. Früh gejinxt, glaube ich. Kacke. Ah, scheiße, alles kacke, alles blöd. So. Genug aufgeregt heute. Wuhu! Eben hatte ich, glaube ich, die gleiche Zeit. Bring mal richtig, Kollege. Ah, ist jetzt doof, weil. Jetzt muss ich ein bisschen länger warten. Wenn man die ganze Zeit die Zeit anhalten kann, das ist schon interessant. Das ist ja auch so permanent dunkel sein muss, ne? Ich hätte die Maske mitnehmen sollen. Ja, zu spät. Wegen der Stelle. Ist überlebt. Ich hatte echt Angst. Ich hab nicht darauf geachtet, was für eine Zeit ich brauche, um ehrlich zu sein. Direkt mein Backup wieder weg. Und da ist es wieder. Und da ist es wieder weg. Ich glaube, das ist gleich schon Ende, ne? Keine Ahnung, wo ich hin muss. Scheiße. Nee. Uiuiui. Gold! So, wo waren wir denn? Alter, viel zu Wiffe Rayman Origin Parts sind bereits auf. Dass du das immer wieder fragen musst! Weiß ich nicht. Kommt jetzt auch erstmal nichts mehr. Morgen und übermorgen noch, richtig? Dann kommt erstmal ein paar Tage nichts. Sorry, hab's nicht geschafft, das aufzunehmen. Ich weiß, dass du im Leckermauerland noch das letzte Level mit das Kilo mit Willums machen musst. Ansonsten hast du bis jetzt alles außer die aktuellsten Skill-Channels, ne? Die linke Zeitkiste wird ja dann eh durch das TNT zerstört. Freut mich auf letztens. Musst du dir sagen, wann du dann auch nehmen wirst und komme darauf hin auf Replay und schreib, während du zockst und aufnimmst. Oh, weia. Moin, Meister. Jo, was geht? Es kommen Menschen. Dieses Level ist immer Hitler. Ja. Le Mau. Leon, hat sich damals im Vergleich zu vor ein paar Mal in den letzten Jahr. Ja. Wie der Nitro-Schalter auch eine Zeitkiste war. Ja! Die Checkpoint-Kisten auch häufiger. Hier, L bis ein L oder I bis ein L bis Tonnendicht, weiß ich noch. Aber Lutzke kenne ich nicht. Ah, macht ja nichts. Was für ein nah drum. Ja, mein Bartwachstum hat sich verbessert, wenn man das so nennen kann, wollte ich sagen. So, sehr schön. Gott. Aber Checkpoint-Kisten waren ja auch stets relevant für den Edelstein. Das kann sein. Bockt die doch schon. Ja, das Sein macht Spaß, doch. Hat's ja auch in Crash 3 mehr, als ich dachte. Weil die Level doch
gut damit funktionieren. Ich hatte halt echt so ein bisschen die Befürchtung, so, ja, oder damit war kurz rein, ne, dass es nicht dafür ausgelegt ist und dann gar nicht so durchflowen kann. Aber es funktioniert doch. Alles gut, und hier auch. So, zweite Welt. Haben wir irgendwo einen Edelstein verkackt? Ja, scheiße. Dann mache ich erstmal den Edelstein. Schon wieder beim letzten Level, ne? Meine, hier unten habe ich ja relativ viel Baden, aber hier oben nicht so. Naja. Machst du nix. Ah! Oh, schön, ja, rum. Nicht gut. Bis warmes Wasser. In Level 8 gibt es noch einen Bonus-Gem. Ja, echt? Habe ich gar nicht gesehen. Ach Gott. Ach Gott. Nein! Bonus, Wasserlevel, ne? Oh. Geht schlimmer als Hitler. Würde ich halt sagen. Nein! Oh, Friesenjunge, du bist ein unfähiges Stück Kotze, ne? Hast du gesagt, die Zeiten verändern sich dann, ne? Oder die Kisten mitunter, deswegen kann man dann, glaube ich, nicht die Kisten Edelstein holen. Meintest du, glaube ich. Oh, dann machen wir es wieder ganz klassisch hier. Mein Leben verkackt. Ist auch egal. Oh, die Unterwasserlevel sind so kacke. Das ganze Spiel ist eigentlich cool. Auch die ganzen Wiege-Level und so funktionieren. Aber die Unterwasserlevel, ne? Alter, sind die scheiße. Na gut, ist nur ein halbes Unterwasserlevel immerhin. Ich hab noch Zeit, die auf Zeit zu machen. Hab ich gerade gesagt, wird noch Zeit, die auf Zeit zu machen? Wird noch lustig, die auf Zeit zu machen, würde ich sagen. Falls ich mich versprochen habe. Vielleicht auch nicht. Bin verwirrt. Los ins Bett. Hitze bekommen bin ich. Muss schnell schnelle machen. Das ist so lächerlich, ne? So ein Mini-Fisch schwimmt gegen mein U-Boot und. Ey, ich habe jetzt. Nee, ne? Weißt du, die ganze Zeit verrecke ich, ist mir egal. Macht Spaß. Kaum mich im Unterwasserlevel so, ne? Nee. Einfach schon keine Lust mehr. Ich hab jetzt einfach schon keine Lust mehr. Das ist so kacke. Das ist so schlecht. Es spielt sich ganz, ganz widerlich. Es ist ein Akt der Verzweiflung. Es ist einfach nur. Ich war noch nicht mal dran. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Okay. Schön, kaum habe ich erwähnt, dass Rayman Origins erstmal jetzt ein paar Tage nicht kommt, ist Jones wahrscheinlich weg. Beleidigt. Also schlimm, ne? Es kommt jetzt wirklich nichts. Also ich mache schon weiter, keine Sorge. Aber bei der Hitze hatte ich halt echt nicht mehr Bock, heute mich da hinzusetzen und dieses auch noch sehr turbulente Spiel aufzunehmen. Da habe ich dann lieber ein bisschen Bioshock gespielt, was ein bisschen entspannter war. Das kommt dann auf jeden Fall die Tage. Ja, aber nicht so lange, ne? Ich denke, Raymond kommt, warte mal, bis Donnerstag kommt, dann geht es wahrscheinlich am Montag oder so weiter. Also 3 Tage, meine ich. Wir werden es alle überleben. Dann kann Templer mal die Folgen nachholen, wenn er möchte. Ich denke ja an euch manchmal, manchmal auch nicht. Oh, du kleiner... Hat er gerade 2 Leben gehabt? Du kleiner Pimmelfisch, ey. Weiter! What the fuck? Oh, Checkpoint. Ich war noch nie so glücklich. Was mache ich eigentlich, wenn ich, Oh. Wenn ich... Wenn ich hier wieder eine Kiste übersehe. Möchtest du nicht? Okay. So schlimm. Was auch Rayman. Rayman ist immer gut. Ich glaube, ich habe mehr schlimme Rayman-Spiele als gute Rayman-Spiele gespielt. Gut sind 2 und 3. Der Rest ist scheiße. Ach, erstmal schön Flame. Ah, das macht Spaß, Leute. Das macht einfach nur Spaß, sich über Spiele aufzuregen, die alle mögen. Ha! Ach, Origin ist schon ganz gut. Ich steigere mich häufig rein. Aber ich finde es tatsächlich nicht. Also, ich mag 2 und 3 lieber. Die sind für mein kleines Brain besser geeignet. Ich mag es immer zu sagen, dass ich ein kleines Gehirn habe. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil ich ein kleines Gehirn habe. Ah, ah.
Oh Gott, okay. Bitte keine Kiste übersehen, sonst... rage ich, sonst skippe ich, sonst quitte ich, das wollte ich sagen. Sonst drücke ich eine 4. Bringt bei dem Spiel leider nicht viel. Aber... egal. Burger, Burger sind lecker. Bob's Burgers. Oh Gott, ich hoffe, ich habe die TNT-Kiste mitgenommen, die du gerade erwähnt hast. Und dann bin ich von Freitag bis Sonntag eh auf dem Festival. Ach so, auf einem Festival? Gucken, ob ich so eine waghalsigen Dinge auch tue, wenn ich alleine wohne. Festival hätte ich ja irgendwie schon mal Bock. Das Problem ist, ich habe Angst. Ich bin sehr empfindlich, wenn Musik kommt, die ich nicht mag. Jetzt, wo so ein Festival ist. Wow! Kollege, spring richtig. Ah! Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein! Ah! 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 Panik! Panik Deluxe! Rimmel 3 für den GBA ist gut. Raving Rabbids 1 fehlt noch. Hast du mitgenommen? Ich habe auch Angst. Beep, 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 beep. Aber das Pax Terra Musica wird so voller Liebe sein. Aber das ist okay. Pax Terra heißt Frieden, er heißt Weltfrieden. So. Oder Erde. Erdenfrieden, Frieden auf Erden, sowas. Guck mal, ich kann Latein. Bin ich nicht toll? Terra. Ich bin ein Insider, aber mir und meinem Vater. Aber den erkläre ich jetzt nicht, weil es ein Insider. Gott, das ist doch. Ja! Der Doppelsprung verwirrt mich manchmal. Ich bin einmal Luft und will dann nochmal X drücken, damit ich, wenn ich halt drauf klatsche, direkt weiterspringen kann. Und dann macht er diesen blöden Doppelsprung. Ich meine, ich bin dankbar für den Doppelsprung, der ist toll. Aber, auch wenn er manchmal sich komisch verhält und ungewohnt ist. Aber heute ist er toll. Aber Mann, das ist verwirrend. Bei jeder Bonus-Level bin ich auch ätzend. Sind sie nicht immer ein bisschen ätzend? Es ist wie ich. Im Kern gut, aber... scheiße. Was laber ich hier? Mann, scheiße. Equiesca den Patsche. Wollte mir im Sale noch Rayman Revelations. Ich bin geschädigt. Neuer Part? Ja, seit 7 Minuten. Hoppla!